Ich hab uns tausendmal erlebt und darum glaub ich dran. Tausend Wunder, an die ich fürs Erste glauben kann. Schreib alles, was wir früher waren, in den Schnee von gestern. Die Ruhe vor dem Sturm beschreibt einen ganz intimen Augenblick, der vor etwas ganz Großem steht. Und Ruhe vor dem Sturm ist dieser Augenblick. Im Augenblick ist alles still, doch alles wird sich ändern. Und das Meer wird still, weil der Wind so will. Und vor all den großen Taten, die wir gleich von uns erwarten, liegt die Ruhe vor dem Sturm. Wir sammeln uns und sehen nach vorn. Nur die Ruhe vor dem Sturm. Und so weit, so weit, das Auge reicht. Nur die Ruhe vor dem Sturm. Also man weiß, es wird ganz toll, ja? Aber das Herz bebt. Man ist in diesem glühenden Moment, ja, bevor man zur Flamme wird. Solange es dich am Leben lässt. Ich halte die Zeit für dich und mich zwischen zwei Fingern fest. Sag mir alles, hört ab jetzt auf deinen nächsten Herzschlag. Ich wette, die meisten trifft es unerwartet, wenn wir morgen kommen. Ich hab mir dafür so viel Riesengroßes vorgenommen. Morgen zeigen wir der Welt, dass alles kein Gerücht war. Keine Lügen, alles wahr. Und das Meer wird still, weil der Wind so will. Und vor all den großen Taten, die wir gleich von uns erwarten, liegt die Ruhe vor dem Sturm. So eine schwierige Entscheidung, dann dieser Knoten in der Leitung. Und du bist dir plötzlich mit dir selbst nicht einer Meinung. In dem Augenblick, in dem man sich vom Kopf her noch die Frage stellt, ist das Herz wahrscheinlich schon längst einen Schritt weiter. Und darum geht es eigentlich auch in dem Song. Automatisch sind da tausend Summen und nur eine Gleichung. Was schlägt dein Herz vor? Was schlägt dein Herz? Vielleicht ist es vom Gefühl her ein Schritt weiter, einfach weiter. Was Wir haben eigentlich nach einer Videoidee gesucht, die ganz ehrlich nicht 3 Millionen Euro kostet. Wir konnten uns nicht leisten, irgendwie auf den Dächern von New Yorks Wolkenkratzern zu drehen. Also haben wir überlegt, was machen wir. Stadt, was schlägt dein Herz? Und gerade einen Schritt weiter befasst sich ja mit so einem kleinen Mikrokosmos, der einen persönlich betrifft. Und deswegen habe ich speziell mir überlegt, dass ich so gerne was Intimes hätte. Etwas, was sehr pur ist. Und deswegen haben wir uns überlegt, einfach ein Video zu drehen, wo wir Bilder auf uns projizieren. Weil das ist sehr künstlerisch, auf der einen Art unheimlich effektvoll, weil da ganz viel passiert. Und man kann halt einfach mit einer tollen Bildsprache arbeiten, die den Song einfach visuell ganz, ganz großartig unterstützt. Und das ist das Video. Was geht es einfach um zusammenzuhalten. Egal was passiert, es passieren wie gesagt Dinge, die dich in dein Leben rausreißen und du hast dann eben nur 2, 3 Freunde. Oder du hast ganz viele Freunde bei Facebook oder so, aber du hast nur 3 Freunde. Darum geht es, glaube ich. Wir bleiben immer zusammen, egal was passiert. Es kann alles zerbrechen, rundherum alles einstürzen. Auf diesem kleinen Fleckchen, wo wir uns
halten, wir bleiben zusammen. Dass die Welt untergehen kann, wir bleiben zusammen. Ich bin wahr, ich bin da, ich halte dich fest, so gut ich kann. Wir beide, wir bleiben zusammen. Du hast den Wind gesät, doch da waren Steine und Scherben. All die verschenkten Jahre, doch das wird schon werden. Komm, ich räum mit dir auf, alles auf einen Haufen. Sah schon schlimmer aus, das kann uns nicht verändern. Ich geb dich jetzt nicht auf, keiner wird das verhindern. Es wird schon irgendwie gehen, du darfst jetzt nur nicht nach unten sehen. Nur nicht nach unten sehen. Sieh mich an, sieh mich an.